Allgude und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unserer Hörbuchserie zu Harry Potter Fanfiction, Harry Potter und die Schatten der Vergangenheit. Diese Fanfiction wurde von John Xizor auf fanfiction.net veröffentlicht und ist sein geistiges Eigentum, basierend auf dem geistigen Eigentum von J.K. Rowling. Ich erhebe keinerlei Ansprüche. Diese Fanfiction spielt nach dem sechsten Buch und stellt einen veränderten Ablauf der Ereignisse dar. Kapitel 65: Die Unzertrennlichen. Dritter Teil. Harry zog eine Augenbraue hoch und fragte skeptisch: Nebenwirkungen? Ach Quatsch, das schreibt ihr doch nur, um uns die Stimmung kaputt zu machen, erwiderte Ron. Nein, nein, sagte Hermine. Er hat schon recht, aber ich kann mit Sicherheit sagen, dass ihr beide bisher keine allergische Reaktion auf die Zutaten, die hier drin sind, gezeigt habt. Alle Zutaten habt ihr in den vergangenen Jahren schon einmal in meinen Tränken zu euch genommen. Und da ist auch noch nie was passiert. Also seid ihr nicht allergisch. Ron warf ein. Der Brief von ihm hört sich ein wenig an, als ob er gern dabei sein würde, oder? Schelmisch, erwiderte Hermine. Ja klar, stellt euch mal vor, Snape auf der Couch, Pizza essend und Butterbier schlürfend. Die drei schüttelten den Kopf, denn der Gedanke war völlig surreal. Was hat er noch geschrieben, Mine? Was für Anweisungen meint er? Fragte Harry neugierig. Ach, das Übliche. Die Zeit stoppen, wie lange die Wirkung anhält und halt alles genau notieren. Und natürlich auch fragen, wie die Testperson, wie ihr euch fühlt. Nach einer Weile fragte sie. Wollt ihr wirklich? Ihr müsst nicht nur, weil ich eure Freundin bin? Weil Harry vorhin der Erste gewesen war, der zugesagt hatte, ihr Versuchskaninchen sein zu wollen, sprang diesmal Ron als Erster vom Sofa auf und sagte enthusiastisch. Ich bin der Erste. Ich trinke alles, was du zusammen brauchst. Wegen seines Vertrauens grinste Hermine, bevor sie Pergament, Feder und Tintenglas per Aufrufezauber an den Tisch holte. Ron, das erste Fläschchen hinhaltend, erklärte sie. Trink das erst, wenn ich es sage, ja? Er nickte nur und nahm die Flasche entgegen. Auf das Pergament schrieb sie Testperson 1, männlich. Doch sie kam nicht weiter, weil Harry mitlas, was sie schrieb und deswegen lachen musste. Was ist los? Was schreibt sie da, Harry? Fragte Ron leicht besorgt. Als er einen Blick auf das Blatt Pergament warf, beschwerte er sich und sagte. Oh nein, du schreibst da Ron Weasley hin. Kann ruhig jeder wissen, dass ich mich für diesen Test zur Verfügung gestellt habe. Sie seufzte und strich Testperson 1 durch, bevor sie Ron Weasley schrieb und daraufhin fragte. Zufrieden? Wieder nickte Ron, der sich nun in die Mitte des Wohnzimmers stellte und auf ihre Anweisung wartete. Hermine gab Harry ihre Armbanduhr und zeigte ihm, wie er die Stoppuhr betätigen sollte, bevor sie fragte. Fertig, ihr beiden? Fertig, antworteten beide gleichzeitig. Gut, wenn ich los sage, dann trinkt Ron die Flasche leer und Harry drückt die Stoppuhr erst, wenn Ron alles ausgetrunken hat, okay? Okay. sagten wieder beide, die daraufhin lachten. Sie forderte beide auf, jetzt still zu sein, indem sie sagte. Psst. Also jetzt. 3, 2, 1, los! Mit nur zwei großen Schlucken leerte Ron die Flasche und Harry drückte gleich darauf die Stoppuhr, um sie zu starten. Fasziniert schauten die beiden auf den Rothaarigen, der langsam von einem hellen Schein umgeben wurde. Und? Wie sehe ich aus, hä? Fragte Ron, doch er wurde gleich angewiesen, still zu sein. Dann konnte man neben dem Glimmen endlich die erhofften Farben sehen und Hermine notierte sie sofort, während Harry laut für Ron erklärte. Du leuchtest in einem kräftigen Rot und das Rot ist ein bisschen mit Grün vermischt. Ja, grün. Und drumherum? Ganz außen sieht es wie violett aus, aber ein ganz, ganz helles Violett. Super, warf Hermine ein. Die Grundfarben haben wir schon mal. Mach jetzt mal was, Ron. Wie? Was machen? Soll ich einen Kopfstand machen oder was? Fragte er verdutzt. Nein, du sollst zaubern. Egal, was du machst, zauber einfach mal, aber schnell, bevor die Zeit davon rennt. Erklärte Hermine unter Druck.
Ron zog seinen Zauberstab und in diesem Moment schienen die Farben sich in eine bestimmte Richtung zu bewegen. Doch ganz plötzlich richtete Ron seinen Stab auf Harry und er belegte ihn mit dem Kitzelfluch. Laut lachend rutschte Harry von der Couch auf den Boden hinunter. Er schlängelte und wand sich, um den unsichtbaren Händen zu entkommen, die ihn malträtierten, während er unaufhörlich gackerte und um Gnade flehte. Ab und an sogar drohte, er würde Ron dafür umbringen. Harry musste schon vor lauter Lachen weinen, während er auf dem Boden entlang hinüber zu seiner Jacke robbte, die über einer Sessellehne lag, damit er sich mit Hilfe seines Zauberstabes von dem Fluch befreien konnte. Ron konnte nicht anders, als mit Harry mitzulachen, während Hermine weiterhin mit bierernster Miene Ron beobachtete und ab und an etwas auf ihrer Pergamentrolle kritzelte. Harry hatte es derweil geschafft, sich selbst vom Kitzelfluch zu befreien, und er drohte bereits mit gezücktem Zauberstab und fiesem Grinsen seinem Freund, bevor er bemerkte, dass die Farben um Ron herum langsam verblassten. Hermine stoppte die Zeit mit der Uhr, die Harry hatte fallen lassen, und notierte sie. Als alles vorbei war, blieb ein noch immer kichernder Ron mit puterrotem Gesicht zurück, der sich weiterhin prächtig über seinen Scherz amüsierte. Okay, jetzt ist Harry. Nein, Hermine, erst du. Snape hat 3 Flaschen mitgegeben. Ich will erst wissen, wie du aussiehst, sagte Ron ehrlich. Na gut, aber vergesst nicht, einer von euch macht die Notizen und einer nimmt die Zeit, sagte sie im Befehlston, sodass Harry gleich wieder nach der Stoppuhr griff. Denn Ron wüsste mit diesem Muggelgegenstand mit Sicherheit nichts anzufangen. Hermine nahm sich ein Fläschchen, stellte sich dorthin, wo Ron zuvor gestanden hatte, und zählte wieder von 3 rückwärts, bis sie die Flasche ansetzte und trank. Harry drückte danach auf die Stoppuhr. Während sich um Hermine herum erst ein Glühen bemerkbar machte, kamen gleich im Anschluss die erwarteten Farben. Ron schrieb seine Beobachtungen aufs Pergament, während Harry wieder laut schilderte, wie die Farben aussehen würden. Also, zuerst Orange, ein normales Orange, umgeben von Gelb und Braun? Nein, ich würde eher sagen Goldbraun. Ron kritzelte derweil aufs Pergament, während er immer wieder einen Blick auf Hermine warf, als wolle er ein Porträt von ihr malen. Du hast auch ein bisschen das helle Violett drumherum, wie Ron es hatte, schilderte Harry noch. Okay. Wenn alles notiert ist, dann mache ich jetzt einen Aufrufezauber und ihr beide schaut schön her, befahl Hermine, die schon mal ihren Stab zog. Wingardium Leviosa, sagte sie, und Harrys Jacke bewegte sich daraufhin einige Zentimeter über der Sessellehne. Jetzt sind die Farben so kräftig geworden, dass man nicht mehr sehen kann, Mine. Es scheint, als würden die Farben über deinem Körper fließen und sich in deinen Armen sammeln. Hey, die sind durch den Zauberstab hindurchgegangen. Das habe ich bei Ron vorhin aber nicht gesehen, erklärte Harry verdutzt. Ron gackerte und entgegnete. Weil du vor Lachen auf dem Boden gelegen hast. Wahrscheinlich ist es dir deshalb entgangen. Nachdem auch bei Hermine die Farben wieder verblasst waren, drückte Harry die Stoppuhr und sagte Ron, welche Zeit er notieren sollte. 1:36. Hermine kam derweil an den Tisch zurück, blickte von oben seitlich hinunter auf ihr Pergament und zog erschrocken Luft ein, bevor sie verdattert fragte. Ron, was genau ist das? Sie zeigte auf eine Figur, die er mit wenigen Handgriffen gemalt hatte und die von 3 Kreisen umgeben war. Na, das bist du. Und diese Wolken sind die Farben. Ich habe Pfeile an die Schichten gemalt und drunter geschrieben, welche Farben sie haben, erklärte er verantwortungsvoll klingend. Hermine schnaufte und fragte, soll ich das so etwas Snape zeigen? Ich kann mir jetzt schon vorstellen, wie er eine Augenbraue hochzieht und mich danach fragend anblickt. Ich werd's nochmal abschreiben. Was ist denn nicht in Ordnung? Fragte Harry grinsend. Man sieht doch, dass du das bist. Deine Haare hat er doch fantastisch hinbekommen. Nochmals schaute Hermine auf die Figur, nur dieses Mal genauer, und sie erkannte die vielen langen Kringel, die Ron der Figur
sehr üppig auf den Kopf gemalt hatte, sodass sie lachen musste. In der Mitte des Zimmers hatte sich bereits Harry positioniert und Hermine übernahm die Stoppuhr und das Pergament, weil sie keines von beiden Ron überlassen wollte. »Alles klar, Harry. Kann's losgehen?« fragte sie. Harry nickte und wartete auf ihr. »Los!« Nachdem Harry das Fläschchen getrunken hatte, glühte er bereits, bis plötzlich... »Wow, Harry! Immer ruhig mit den jungen Pferden!« sagte Ron erstaunt, während Hermine ununterbrochen in hohem Tempo auf ihr Pergament schrieb. »Was? Was? Sag schon, verdammt!« befahl Harry. »Beschreib, wie ich aussehe! Ich hab's bei dir doch auch gemacht!« Er klang sehr aufgewühlt und etwas verängstigt. Das ist gar nicht so einfach bei dir«, erklärte Ron resignierend und schulterzuckend. Hermine warf immer wieder einen Blick zu Harry hinüber und schrieb und schrieb. Doch sie kam bei dem schnellen Geflacker der Farben nicht mehr mit, sodass sie innehielt und zu ihrem Freund aufblickte. »Harry, du hast im Moment große Ähnlichkeit mit einer farbigen Lichtorgel, die außer Kontrolle geraten ist. Sag mal, wie fühlst du dich jetzt gerade?« fragte Hermine mit beruhigender Stimme. Harry lachte kurz auf, aber er erklärte aufrichtig. »Ehrlich gesagt, ich habe tierisch Angst vor diesem Trank. Ich habe Angst, dass es um mich herum schwarz wird. Ich meine, wenn Albus schon vermutet...« Er hielt inne und seufzte, woraufhin Hermine ihm seine Ängste nehmen wollte, indem sie mit beruhigender Stimme versicherte. »Harry, Schatz, gerade bei dir wird nichts schwarz sein. Ron und ich, wir sind deine besten Freunde und das wären wir nicht, wenn du nur von Finsternis umgeben wärst. Du bist weder bösartig noch ein Schwarzmagier. Du brauchst überhaupt keine Angst zu haben, richtig, Ron?« Ron blickte noch immer wie verzaubert auf das Lichterspiel vor ihm, bis er auf einmal rief. »Da, Mine! Schau, er verändert sich!« »Die Farben pendeln sich ein, Harry. Kein Grund zur Sorge. Da ist kein bisschen Schwarz mit drin. Ist alles sehr hell«, erklärte sie, bevor sie wieder damit begann, die Zeit zu notieren und die Farben der Reihenfolge nach aufzuschreiben, die sich nun immer langsamer abwechselten. Sie schrieb hastig auf das Pergament, kräftiges Orange, Wechsel zu Smaragdgrün, verschmilzt mit strahlendem Gold. Und dann hielt sie inne, weil Harry am Ende nur von einer einzigen Farbe umgeben war. »Boah, echt krass, Harry. Du siehst aus wie ein Goldbarren«, sagte Ron beeindruckt, bevor ihm vor lauter Staunen der Mund offen stand. Hermine notierte, dass man Harrys Gesicht durch das scheinende Gold hindurch schon im Ruhezustand nicht mehr sehen konnte. »So, Levitation, Harry«, wies sie kurz und knapp an, weil die Zeit davonzulaufen drohte. Er peilte seine Jacke an und sagte laut und deutlich, während er dazu wutschte und wedelte, »Wingardium Leviosa!« In dem Moment, als die Jacke sich von der Sessellehne in die Lüfte erhob, hielten sich Ron und Hermine plötzlich zeitgleich die Augen zu. Ängstlich fragte Harry, »Verdammt, was ist los? Redet mit mir!« Zwischen ihren Fingern durchblinzelnd erklärte Hermine, »Du bist gerade ziemlich hell geworden, Harry. Ist fast so, als ob man in die Sonne schauen würde.« »Das ist doch gut, oder?« fragte er verschreckt und aufgeregt. Hermine, die sich immer noch die Hand vor das Gesicht hielt, schaute auf die Stoppuhr, die 1:14 anzeigte, bevor sie antwortete. »Was die ganzen Farben genau zu bedeuten haben, kann ich noch nicht sagen. Aber hell ist immer gut, Harry. Kein Grund zur Sorge.« Nach dem Experiment unterhielten sich die drei noch eine ganze Weile über das Erlebnis. Denn besonders Ron und Harry war klar geworden, dass es etwas ganz Besonderes gewesen war, was sie eben getestet hatten. Magie sichtbar zu machen, war bisher noch niemandem gelungen. »Und du weißt echt noch nicht, was es mit den Farben auf sich hat? Mann, ich würde zu gern wissen, was meine zu bedeuten haben. Rot, Grün und Violett«, schwärmte Ron. »Ich werde die Info an deine Mom weitergeben, damit sie bis Weihnachten einen Pullover mit deinen persönlichen Farben stricken kann«, sagte sie trocken. Ohne auf Kommentare zu warten, erklärte sie.
Eine Theorie von mir ist, dass die Farben ähnlich zu deuten sind wie die Farben der Aura eines Menschen. Allerdings nicht nach dem Esoterik-Kram, den man aus der Muggelwelt kennt. Ich werde in der Bibliothek in Hogwarts mal ein wenig lesen gehen. Im Zweifelsfall geh in die Bibliothek, sagte Ron grinsend. Denn den Satz hatte er in der Schule schon mehrmals zu Harry gesagt, wenn er über Hermines Eifer gesprochen hatte. An Hermine gerichtet, sagte Ron: Sag mal, dein Magie-Sichtbar-Macht-Trank ist geschmacklich nicht zu erkennen und selbst sieht man seine Farben ja auch nicht, wenn man ihn eingenommen hat. Sie nickte, woraufhin er sagte: Ich weiß, dass du das vielleicht für eine blöde Idee hältst, aber du könntest es Snape doch einfach mal irgendwo untermischen. Ich meine, nur um zu sehen, welche Farbe seine Magie hat, wenn er es schon nicht freiwillig testen will. Vielleicht kommt da ja irgendetwas Interessantes bei raus. Da muss ich mir aber erst einen Plan ausdenken, wie ich das verwirklichen kann, erwiderte sie. Verdutzt fragte Ron nach. Was denn, Mine? Kein Ron, das kann ich doch nicht machen von dir? Ach, irgendwann muss selbst ich mal zu solch fragwürdigen Mitteln greifen. Sonst kommen wir ja gar nicht weiter mit ihm. Außerdem tut es ihm ja nicht weh. Allerdings ist er ein sehr vorsichtiger Mann. Er ist immer derjenige von uns beiden, der den Tee einschenkt, wenn die Hauselfen es nicht schon gemacht haben, sagte sie nachdenkend. Auch Ron grübelte zunächst, aber dann schlug er vor: Lass es doch Harrys Hauself machen. Er kann Snape ja dein Zeug in den Tee kippen, ohne dass einer von euch beiden überhaupt mitbekommt, dass er da ist. Die Spione von Dumbledore haben wir ja auch nicht bemerkt. Und du wäschst deine Hände in Unschuld. Von dieser Idee war Hermine wesentlich begeisterter. Nur Harry machte sich ein wenig Sorgen. Meint ihr nicht, das geht jetzt doch zu weit? Ihm was in den Tee zu tun? Ich weiß nicht, sagte er hadernd. Komm schon, Harry. Wenn selbst unser Minchen dazu bereit ist, dann brauchst du dir doch keinen Kopf zu machen, sagte Ron aufmunternd. Aber ich mach mir einen Kopf. Und wisst ihr, warum? Weil es mein Hauself sein wird, der Severus den Trank untermischt. Wenn Severus dahinter kommt, dann bin ich dran. Ich will nicht, dass wir uns wieder anfeinden, wie früher. Ich mag es, wie es jetzt ist. Versteht ihr das nicht? Erklärte Harry aufgewühlt. Hermine tätschelte Harrys Knie, bevor sie sagte: Du musst gar nichts tun, Harry. Wenn dein Elf es nicht machen soll, dann mache ich es eben, wenn ich denke, der Zeitpunkt wäre günstig. Ich werde aber erst einmal morgen wegen der Farben recherchieren. Hey, ich wüsste sogar jemanden, der dir dabei helfen könnte, Hermine, sagte Ron schelmisch lächelnd. Und wer soll das bitte sein? Wollte Hermine wissen. Na, wer kennt sich denn in Hogwarts am besten mit so etwas aus? Stellte er als Gegenfrage, als Harry und Hermine beide mit den Schultern zuckten, sagte Ron. Na, nur eine Person, Professor Trelawney. Hermine rollte mit den Augen, bevor sie sagte: Oh, bloß nicht. Da beichte ich lieber Snape, dass ich in der 2. Klasse die Baumschlangenhaut aus seinen privaten Vorräten geklaut habe, als mich diesem Insekt freiwillig zu nähern. Mit Professor Trelawney war Hermine nie richtig klargekommen, aber spätestens ab der 3. Klasse, seit die Professorin ihr gesagt hatte, ihr Herz wäre welk wie das einer alten Jungfer, da hatte Hermine definitiv genug von der Frau. Ein Blick auf Hermines Armbanduhr, die noch auf dem Tisch lag, zeigte die späte Uhrzeit, 2:24 Uhr. Plötzlich seufzte Harry und seine beiden Freunde starrten ihn fragend an. Was ist denn, Harry? War ein anstrengender Tag, oder? Sagte Hermine grinsend. Ja, die Abwechslung habe ich auch gebraucht. Aber bald geht's wieder zurück nach Hogwarts. Und dann... Als er innegehalten hatte, stocherte Ron nach, nachdem er die letzten Worte wiederholte. Und dann? Wieder seufzte Harry, bevor er fortfuhr. Und dann werde ich wieder nur an eines denken können. Ginny, sagte Hermine selbstsicher, so dass Harry nur nicken konnte. Einen Arm um Harry legend, erklärte Ron: Tut mir echt leid, Mann. Aber du kannst nicht zu ihr rein. Nicht einmal mit deinem Tarnumhang. Wieso nicht einmal mit dem? Fragte Harry ungläubig. Naja, weil ein Blutzauber ums Zimmer gelegt worden ist. Nur Weasleys und ihre Verlobten können da rein. Und natürlich die, die Poppy noch in den Zauber einbezogen hat. Das sind, warte mal,
sagte Ron überlegend, bevor er fortfuhr. Noch zwei Schwestern und Snape. Der ist wohl ihr Assistent, aber das war er ja schon früher, weil er Tränke für sie zubereitet hat und in schlimmen Fällen auch helfen kann, Wunden zu heilen. Schlagartig erinnerte sich Harry an das Duell mit Draco auf der Mädchentoilette und wie Severus damals den Blutfluss des Verletzten gestoppt und die Schnittwunden auf dem blassen Körper mit einem Gegenfluch, der wie ein Lied geklungen hatte, verschlossen hatte. Ja, Severus war definitiv dazu in der Lage, einem Schwerverletzten helfen zu können. Kein Wunder, dass Poppy lieber Severus als ihn ihren Assistenten nennen wollte. Dieses Mal war es Ron, der aufseufzte, bevor er noch anfügte. Genie hat letztens wieder nach dir gefragt, aber es geht halt nicht. Betrübt fasste Harry sich an die Stirn und gleich darauf raufte er sich die wirren Haare. Ich verstehe das nicht. Ich meine, Ginny ist in Hogwarts. Hogwarts ist sicher. Ich bin Harry Potter und jeder weiß, dass ich hier nie etwas antun würde. Warum darf ich nicht zu ihr rein? Fragte er verzweifelt. Hermine hatte sich auf Ginnys Wunsch hin mit diesem Blutzauber auseinandergesetzt und konnte Harry daher erklären. Ich habe viel darüber gelesen. Es ist ein Gesetz, welches auf jeden Fall eingehalten werden muss. Nicht einmal Arthur als Minister kann da eine Ausnahme für dich machen. Es sind früher zu viele Dinge geschehen. Uralte Familienfäden, Verfluchungen von Neugeborenen. Weißt du, Harry, wenn man die Population der magischen Welt mit der Muggel vergleicht, dann gibt es sehr, sehr wenige Zauberer und Hexen auf der Welt. Dieses Gesetz zum Schutz vor Verfluchungen ist uralt und wurde nach der Hexenverfolgung während der frühen Neuzeit einfach beibehalten. Verstehe, sagte Harry. Sowas wie mit dem 13. Gast bei Dornröschen und dem Todesfluch mit der Spindel? Hermine lachte, denn offenbar hatte Harry das Buch, welches sie Snape als Geschenk für ihn empfohlen hatte, bereits auswendig gelernt, sodass sie antwortete. Ja, genau so. Sind doch nur noch insgesamt 9 Wochen, Harry. Dann seht ihr euch wieder. Aber sie fehlt mir jetzt schon, sagte er schluchzend. Ständig die Nase hochziehend, offenbarte er. Sie fehlt mir morgens in der großen Halle beim Frühstück und sie fehlt mir, wenn ich durch die Gänge laufe und wenn wir mit den Schülern was zusammen unternehmen, dann ist sie auch nicht mehr mit dabei. Er machte sich gar nichts daraus, seinen Tränen freien Lauf zu lassen. Er vermisste es, Ginny täglich zu sehen, selbst wenn es nur im Vorübergehen war. Ihm fehlte ihr Lächeln, wenn sie während des Essens zu ihm hinüber an den Lehrertisch blickte, und er sehnte sich nach ihren strahlenden Augen, in denen er versinken wollte. Sich die Brille von der Nase nehmend und sich die Tränen trocknend, sagte er, »Ich habe Voldemort besiegt, Herrgott! Es muss doch eine Möglichkeit für mich geben, sie zumindest einmal sehen zu können!« Aufgebend seufzte er und schneuzte sich die Nase, bevor er sich auf den Weg nach Hause machen wollte. »Harry, könntest du Wobble bitten, die 3 Flaschen zurückzubringen? Ich will morgen gleich in die Bibliothek in Hogwarts und ich möchte nicht erst zu Snape, denn der wird mich mit Fragen wegen unseres Experiments löchern und mich stundenlang festnageln«, erklärte Hermine mit einem zuckersüßen Lächeln. Nachdem er seinen Elfen gerufen hatte, blickte Wobble ihn mit großen Augen und hängenden Ohren an, bevor er mit trauriger Stimme, fast so, als würde er selbst gleich zu weinen anfangen, fragte. Oh, Mr. Potter, geht es Ihnen nicht gut? Wie kann ich Ihnen helfen, dass Sie wieder lachen? Der Elf lächelte demonstrativ, doch Harry war nicht nach Frohsinn zumute. Nach einem schwermütigen Seufzer erklärte Harry. Ach, du kannst mir auch nicht helfen, Wobble. Oh, ich kann viele Dinge tun, Sir. Sie müssen nur fragen und ich kann Ihnen sagen, ob es möglich ist oder nicht. Aber bisher war alles möglich, sagte sein Elf zuversichtlich. Mit einem Male glitzerten Harrys Augen wieder hoffnungsvoll. Unter den wachen Ohren seiner beiden Freunde fragte Harry, ist es möglich, dass du mich in ein Krankenzimmer in Hogwarts bringst, ohne dass jemand davon erfährt?
aber natürlich. Wobble wurde unterbrochen, als Hermine dem Hauselfen erklärte. Das ist aber ein Zimmer, das durch einen Blutzauber geschützt ist. Ihre Worte klangen so desillusionierend, dass Harry die Hoffnung wieder fallen ließ. Diese wichtige Information hatte Harry ganz vergessen, und so ging er davon aus, dass Wobble den Blutzauber nicht durchbrechen konnte. Doch der antwortete unverhofft. Natürlich kann ich das, Mr. Potter. Es gibt nur ein Zimmer in Hogwarts, das mit einem aktiven Blutzauber geschützt wird. Ich kann ihn überwinden und sie in das Zimmer bringen, ohne dass der Blutzauber Alarm schlägt. Das breite Grinsen auf Harrys Gesicht war Wobble eine sichtbare Freude. Um Himmels Willen, Harry, pass bloß auf. Wenn man dich entdeckt, dann wanderst du für 17 Jahre nach Azkaban, sagte Hermine voller Sorge. Wieso für 17 Jahre? Fragte er erstaunt nach. Hermine seufzte einmal, bevor sie lediglich sagte. Damit du dich dem Kind nicht mehr nähern kannst, bis es volljährig ist. Oh, das war Harrys einziger Kommentar. Doch Wobble versicherte, dass man ihn nicht entdecken würde, sodass er sich dieser Gefahr stellen wollte, auch wenn Hermine darüber nicht sehr erfreut schien. Ron war da anderer Meinung, denn er klopfte Harry auf die Schulter und wünschte viel Glück. Harry, weck sie aber bitte nicht auf. Es ist nach 2:30 nachts, bat Ron seinen Freund, der daraufhin versicherte, Ginnys Schlaf nicht zu stören, denn er wollte sie einfach nur sehen. Okay, Harry, dann viel Spaß und erzählt mir morgen, wie es war. Bis dann und schlaf gut. Ja, gute Nacht, Harry. Vielleicht sehen wir uns morgen, wenn ich in der Bibliothek irgendwas herausbekommen habe, sagte Hermine zum Abschied. Ach ja, hier, die Flaschen von Snape. Wobble nahm die Flaschen entgegen und verstaute sie in seiner bis zu den Knien reichenden Toga, bevor er zu Harry sagte. So, ich werde sie an die Hand nehmen müssen. Der Elf hielt seinem Meister die kleine Hand mit den dünnen, langen Fingern entgegen, die Harry sofort ergriff. Hinter seinem Bauchnabel spürte Harry ein ähnliches Ziehen wie bei der Verwendung eines Portschlüssels, nur nicht so unangenehm. Von einer Sekunde zur anderen stand Harry genau an der Stelle des Krankenflügels, an der er noch heute Morgen Einlass zu Ginnys Zimmer erfleht hatte. Wobble hielt ihn noch immer an der Hand und sagte, »Tut mir außerordentlich leid, Mr. Potter, aber Sie müssen noch einen Moment meine Hand halten.« »Kein Problem«, sagte Harry leise. In normaler Lautstärke und stetig grinsend sagte Wobble, »Sie brauchen nicht flüstern, Mr. Potter. Niemand kann Sie hören oder sehen, solange Sie meine Hand halten. Kommen Sie nun bitte mit mir und haben Sie keine Angst.« Mit Harry an der Hand steuerte der Elf direkt die Tür von Ginnys Krankenzimmer an. Doch anstatt sie zu öffnen, ging der Elf einfach durch die Tür hindurch und zog seinen Meister flugs hinterher. Harry hatte gar keine Zeit, sich darüber Gedanken zu machen, ob etwas geschehen könnte. Würde er einfach durch eine verschlossene Tür gehen? Denn im Nu hatte er sie auch schon hinter sich gelassen und stand plötzlich in Ginnys Zimmer. Im Krankenzimmer stehend, führte Wobble einige Handgriffe aus, bevor er Harry losließ und flüsternd sagte, »Jetzt müssen Sie still sein. Sie sind sichtbar und man kann Sie hören, doch nur in diesem Zimmer. Sollte sich die Tür öffnen, werde ich uns wieder unsichtbar machen. Der Blutzauber sieht Ihnen keine Gefahr. Sie können sich hier frei bewegen, Mr. Potter.« »Danke, Wobble. Danke«, sagte Harry, bevor er aufblickte. In dem Einzelzimmer, welches durch das spärliche Licht des Mondes erhellt wurde, stand das Bett, in welchem seine Ginny schlief. Vorsichtig ging er, von Wobble gefolgt, auf das Bett zu. Immerwährend ein Lächeln auf den Lippen, welches einfach nicht verblassen wollte. Neben ihr stehend betrachtete er ihr friedlich wirkendes Gesicht, während sich ihr Brustkorb langsam hob und senkte.
Mit Bedacht kletterte Wobble auf das Bett hinauf und betrachtete die Schlafende, bevor er flüsternd fragte: Mr. Potter? Harry blickte ihn mit einem so seligen Gesichtsausdruck an, dass der Elf für einen Moment wie paralysiert schien, bevor er wieder zu sich kam und ganz leise fragte: Sir, ist das das Kind, weswegen Sie auf das Formular angekreuzt hatten? Kinder im Haushalt vorhanden? Es schien kaum möglich, aber Harrys Lächeln wurde noch breiter, als er Wobble zunickte. Gleich darauf blickte er verzückt zu der schlafenden Ginny hinunter, während Wobble warm lächelnd den großen Bauch bestaunte, der sich wie eine riesige Melone unter der Decke abzeichnete. Und vor lauter Vorfreude bekam der Elf ganz runde Kulleraugen. Sein Zeitgefühl war völlig verschwunden. Harry stand wie bezaubert an dem Bett, in dem seine Ginny schlief, und er betrachtete schmachtend ihr Gesicht, als sie plötzlich den Kopf leicht drehte und sie einen tiefen Atemzug nahm, den sie ohne Eile wieder entweichen ließ. Ganz langsam öffnete sie ihre Augen. Sie fixierte die von Harry. Sein breites Lächeln steckte sie auf Anhieb an, und so blickten sie sich einen Moment lang strahlend in die Augen, bevor Ginny ihre Hand ausstreckte, die er sofort ergriff. Harry, flüsterte sie voller Sehnsucht. Ich wusste, dass du einen Weg finden würdest. Du hast immer einen Weg gefunden. Soweit zur heutigen Ausgabe unserer Hörbuchreihe zu Harry Potter Fanfiction, Harry Potter und die Schatten der Vergangenheit. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns bitte einen Daumen nach oben da und sehr gerne natürlich auch einen Kommentar, denn die Feedback-Challenge ist immer noch on. Wenn ihr mögt, natürlich auch gerne ein Abo. Ciao, bis zum nächsten Mal.